Jojo, und willkommen zu einer neuen Folge Mini-Crafty-Ticke. Und wir sind gerade hier in unserer Kuchenfarm und ich habe hier Folgendes bemerkt. Das habe ich nicht dahingestellt, Leute. Wisst ihr, wer das war? Wisst ihr, wer sich hier einfach richtig dreist an meinen Kuchen bedient hat? Seht ihr das? Ey, es ist unglaublich. Meine Maus spackt irgendwie so komisch rum, die geht immer so ganz eigenartig nach unten, das mache ich nicht. Ja, Leute, es ist sehr, sehr eigenartig. Falls ihr wisst, wer das war, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Aber das können wir nicht einfach so auf uns sitzen lassen, Leute. Ich muss mal ganz, ganz kurz ein paar Kuchen noch mal ein bisschen nachballern. Weil eigentlich wollte ich euch heute zeigen, wie viel Kuchen ich gemacht habe, Leute. Ich habe nämlich hier eine Doppelkiste voll, noch eine Doppelkiste voll, dann hier fast eine Doppelkiste voll und hier auch fast eine voll. Hätte sich hier jemand nicht die drei Kuchen rausgenommen. Ja, ich würde sagen, wir machen die nochmal ganz, ganz schnell, die Kuchen. Ich kann euch nämlich jetzt mal ganz, ganz kurz zeigen, wie ich das immer mache. Das geht nämlich super schnell. Pass mal auf. Hier haben wir die Kühe. Zack, 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 zack. Erstmal die ganzen... Inventar voll. Die ganzen Eimer voll mit Milch machen. So. Und am einfachsten, wir können es einfach so machen. Wo ist das Rezeptbuch? Ist hier nicht... Hä? Ach, da ist das Rezeptbuch. Okay. Dann mache ich immer so. Kuh. Dann einmal so. Was fehlt uns? Eier fehlen uns. Einen Moment. So. Kurz hier müssen... Ich hab das ganze Inventar voll gemüllt mit Scheiße. Mal kurz das hier wegmachen. Das weg. Das. Damit wir hier ein bisschen Platz haben. Und dann noch ein paar Eier. Wunderbar. So, Leute. Dann gehe ich zum Crafting-Table. Gebe hier einmal KU ein. Mach so. Und ziggedi, zaggedi, zack. Haben wir direkt drei Kuchen. Yeah, yeah. So schnell kann das gehen. Weil ich habe das nämlich ganz am Anfang immer so einzeln da reingetan in das Crafting-Feld. Und das hat irgendwie 1000 Jahre gedauert. Das war wirklich a pain in the ass. Und deswegen habe ich damit auch aufgehört. Und mache das jetzt immer mit diesem Rezeptbuch. Ist ziemlich geil. Am Anfang habe ich es irgendwie ein bisschen gehatet, dieses Rezeptbuch, weil ich mir dachte, das ist irgendwie was für Leute, die zu dumm sind für Minecraft. Aber scheinbar ist es ja gar nicht mal so verkehrt. Zumindest wenn es hier um Craften geht. So, machen wir das nochmal ganz schnell. So, dann haben wir nämlich jetzt die ganzen Kuchen wieder voll. Falls ihr wisst, wer es war, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ich habe Petre zwar erlaubt, dass er sich hier bedienen darf. Aber, ist jetzt ein bisschen verwirrend für mich tatsächlich. So, dann tue ich mir eben den Scheiß hier wieder rein. Und ich habe auch gerade eben vor meiner Aufnahme wieder ein bisschen was reparieren müssen. Das hat mich super getriggert, Leute. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr es wisst oder ob ihr es mitbekommen habt oder so. Weil es passiert irgendwie so oft, dass irgendwelche Leute hier in Utopia sind und einfach gar keinen Fick darauf geben, ob Creeper irgendwas kaputt bomben. Weil letztens, also jetzt gerade eben, habe ich das ganze Ding hier komplett reparieren müssen. Diesen ganzen Teil hier, von hier bis hier oder so. Das war komplett weggesprengt, weil irgendein Dulli wohl hier drin war. Hat es nicht hingekriegt, den Creeper, irgendeinen Creeper hier wegzuboxen und dann ist hier alles weggefetzt worden. Ja, falls ihr wisst, wer das war, schreibt es mir einfach mal. Ich finde es nur irgendwie uncool, dass keiner mir Bescheid sagt, wenn sie das schon kaputt machen. Hat mich sehr, sehr hart aufgeregt. Aber naja, Leute, wir wollen uns nicht so besonders aufregen. Ich zeige euch einfach mal, was ich jetzt schon alles geschafft habe. Ich habe nämlich mich wieder an den Hafen ein kleines bisschen gemacht. Ich habe ja versprochen, dass ich das in dieser Folge ein bisschen weiterbauen werde. Und da habe ich auch schon dieses eine Haus hier fertig gemacht. Ich bin aber noch nicht so ganz zufrieden, weil mir das irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, weil hier alles irgendwie frei drunter ist. Das sind irgendwie so eigenartige Stelzen. Vielleicht habt ihr irgendeine Idee, was ich hier drunter machen kann. Vielleicht irgendwelche Sachen einfach hier so ein paar Kisten hinknallen, damit es irgendwie so aussieht, als würden hier Sachen gelagert werden oder, keine Ahnung, Melonen oder so dahin knallen, damit es einfach noch irgendwas aussieht. Hier habe ich jetzt im Allgemeinen schon mal so ein bisschen die Holzstämme ersetzt. Das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, weil ich noch nicht genau wusste, wie ich diese Häuser hier machen... What? Okay. Wie ich diese Häuser hier machen will. Und ja, also in diesem Haus, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, was hier überhaupt reinkommen soll. Das sind eigentlich voll die sinnlosen Häuser, die im Endeffekt eigentlich nur cool aussehen sollen. Es soll eigentlich nur aussehen, als wäre das hier halt total belebt. Wie zum Beispiel hier hinten. Ich glaube, das hier wird schon so seinen eigenen Zweck haben. Hier würde ich nämlich super gerne so eine Brauerei reinbauen. Und ja, wie ihr seht, habe ich das auch von innen schon alles ausgehöhlt. Hier hat man noch so einen schönen Blick auf den Turm. Und anfangs hatte ich sogar überlegt, dass ich hier noch irgendwie eine Tür reinmache, hier in der Ecke. Sodass man dann irgendwie hier runtergehen kann auf die andere Seite. Wäre aber ein bisschen komisch, wenn man immer durch so ein Gasthaus durchgehen müsste, um irgendwie da hinzukommen. Das wäre super eigenartig. Deswegen hab ich den Plan nochmal verworfen. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Vielleicht lege ich den Weg auch einfach irgendwie so um den Berg rum oder so. Ja, aber ich hatte auf jeden Fall heute geplant, dass wir hier erstmal so ein ganz kleines bisschen terraformen, weil das hier muss auf jeden Fall weg. Weil, ich hatte hier nämlich geplant, wie ihr gerade seht, hier ist so ein Wasserrad, dass hier oben so ein Wasserfall rauskommt, der läuft irgendwie hier dran vorbei und dann wollte ich hier so einen kleinen Fluss langziehen, der irgendwie vielleicht sogar noch hier durch den Weg durchgeht, hier unten drunter durchverläuft und dann irgendwie hier im Wasser endet. Weil ich dachte, das sieht irgendwie ein bisschen cool aus und ich glaube, dann kann man sogar hier eine Brücke hinbauen, ich weiß es gar nicht so genau. Oh, vielleicht sieht es auch total scheiße aus im Nachhinein, aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Wenn es kacke aussieht, dann werde ich es einfach im Nachhinein halt wieder komplett abreißen oder zumachen. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein.
Aber ich überlege gerade, wie machen wir das? Ich glaube, das Wasser müsste so von hier kommen. Das heißt, hier müsste das Flussbett ungefähr so anfangen. So. Ich ziehe das mal so bis so hier ungefähr. Und dann klatsche ich das hier auch nochmal raus. So. Wunderbar. Irgendwie habe ich gerade keinen Sound. Liegt das an mir? Oh ja, Tatsache. Ich hoffe, ihr hattet jetzt die ganze Zeit Sound. Ich hoffe, das war jetzt nicht lautlos, sonst hat es alles super eigenartig geklungen. Aber mir war gerade zumindest der Sound weg. So, ich frage mich, wie ziehen wir das am besten? Hier sollte ursprünglich ein kleiner Turm hin, aber ich glaube, das ist ein bisschen komisch, wenn hier ein Turm steht und dahinter direkt ein Leuchtturm ist. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir hier so ein, einfach so einen Springbrunnen hinknallen. Und, ich weiß noch gar nicht genau, wie wir den bauen sollen. Vielleicht habt ihr irgendeine Idee für einen Springbrunnen oder so. Falls ihr da irgendeine coole Idee habt, dann lasst es mich einfach wissen. Oder lasst es mir irgendwie auf Twitter oder sonst wo zukommen. Dann kann ich das theoretisch umsetzen. Falls nicht, dann werde ich mir da irgendwas selber ausdenken. Und dann werden wir das schon hinkriegen. Weil ich glaube, so ein Springbrunnen sollte jetzt nicht allzu schwer sein. So. Aber ich gucke, ich hoffe, das funktioniert irgendwie, dass wir hier so durchkommen. Und das nicht allzu eigenartig aussieht. So. Das hier weg. Zackidi, zack. Ich glaube, das könnte sogar tatsächlich ganz gut funktionieren. Und da ist die Schaufel kaputt gegangen. Wow, super. Ich glaube, ich muss eh nicht mehr so viel buddeln. Deswegen sollte das nicht das Problem sein. So, ich mache mir aber jetzt nochmal... Obwohl, ich glaube, ich brauche doch eine Schaufel. So, ich würde sagen, ich buddel das nochmal kurz leer. Und wenn ich das dann fertig habe, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben jetzt leer gebuddelt hier. Jetzt würde ich erstmal den ganzen Stein hier durch Dirt ersetzen, weil das sieht ein bisschen komisch aus von oben. Weil aus Gewohnheit haben Flussbetten jetzt in Minecraft nicht so einen steinigen Boden. Und damit das halt so aussieht, als wäre es schon immer da gewesen, müssen wir das leider machen, Leute. So. Der Ranz muss weg. Zack, zack, zack. Aber ich frage mich dann nur, wie ich das genau mache. Passt hier eine Brücke hin? Naja, sollte passen eigentlich. Und jetzt brauche ich noch am besten irgendeinen Block, den ich nochmal in das Flussdings reinfüllen kann. Ich werde euch das mal kurz erklären. Wenn ich nämlich jetzt von oben, wenn ich jetzt versuche, hier das Wasser reinzufüllen, ich kann zum Beispiel nicht da Wasser hinsetzen. Deswegen muss ich das ganze Ding nochmal kurz mit Cobblestone füllen. Dann werde ich nämlich gleich sehen, was ich gleich wieder alles entfernen muss. Und auf den Cobblestone drauf werde ich jetzt das Wasser setzen und das so verlaufen lassen. Und dann mache ich den Cobblestone wieder weg und dann sieht es schnieke aus. Passt auf, Leute. Ah, perfekt. Genauso will ich es haben. So, und dann machen wir das hier weg. So, nehmen dann hier einen Eimer und setzen den nochmal hier so hin, damit das Ganze auch ins Meer fließt. Soll ja auch real aussehen. So. So, jetzt hätten wir hier alle Blöcke weggeknallt. Ich habe kurz gedacht, meine Pickaxe wäre kaputt gegangen. So, und jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch eine Brücke drüber bauen. Ich schau mal, wie wir das am besten machen. Ich werde aber auch eigentlich nicht so eine ultra detaillierte Brücke jetzt bauen, weil wir haben jetzt auch nicht so mega viel Platz hier. Boah, dieses Buch, ey, es nervt. Geh weg. So, machen wir das so. Wir fangen hier mit einem Slab an. Ich würde mal sagen, so irgendwie. Da wir jetzt eh da diesen Grasblock kaputt gemacht haben. Dann... irgendwie so. Dann hier noch welche dran. Da brauchen wir noch ein paar mehr Slabs, glaube ich. Ne, passt so. Und dann hier das weg. Und dann nochmal hier drei Slabs hin. Dann müsste es eigentlich schon funktionieren. Zack, zack. Jetzt war gerade noch die Kiste im Weg, sollte uns aber nicht stören, wir ignorieren die jetzt einfach mal. So sollte dann an sich die Brücke aussehen. Ich mach mal kurz diesen Scheiß hier weg, damit es hier auch nicht mehr so rancy aussieht. So, weg damit. Zack, zack. Weg, 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 weg. So, sieht eigentlich an sich ganz cool aus. Wenn ihr euch jetzt noch vorstellt, dass hier noch so ein kleiner Springbrunnen ist irgendwie, den man dann halt von der Seite hier angucken kann. Ich finde es schon ziemlich sexy eigentlich. Und ich finde es sieht doch logisch aus, da mit dem Wasserrad irgendwie. Ich guck gerade, habe ich noch irgendwie vielleicht ein bisschen... Ich würde an sich noch ein paar Zäune dahin knallen. Einen Moment, ich mach mal eben so. Und so. Und dann knall ich hier noch irgendwie so einen Zaun dran. Dann sieht das irgendwie noch so ein bisschen realistischer aus. Hopp. So. Also ich finde es mega nice. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt. Ich nehme mal ganz, ganz kurz noch hier den Grasblock, weil das will ich unbedingt noch ersetzen hier. Zack. Und da rein. Und das da drauf.
Ja, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr denkt. Falls ihr noch irgendwelche Ideen oder so für den Hafen habt, ich werde auf jeden Fall bis zur nächsten Folge noch ein bisschen was gebaut haben. Dann schreibt auf jeden Fall mal, falls ihr Vorschläge habt, was unten in die Kommentare. Ja, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, das war's von mir. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Und tschüss, haut da rein!